Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich musste kurz überlegen, ob Oblivion spielen will. Wir sind gerade in Layer Wien, haben unseren Verehrer wieder unterwegs, also mit dabei. Und ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt machen wollen. Beziehungsweise wir haben jetzt geschafft, den betrunkenen Ruhestörer fertig zu haben. Ich habe Dubok, Relian und Vantus erzählt, dass Margate Zutaten benötigt. Sie sind einverstanden und werden diesen Langzeitauftrag übernehmen, da sie deshalb nicht mehr in Schwierigkeiten kommen dürften. Sollte ich mich bei Orain zurückmelden? Orain war in Koroll. Würde ich mich dahin auf den Weg machen? Nach Koroll? Dann machen wir die Kriegergilde, Kämpfergilde, die Questreihe, mal weiter. Und mal gucken, ob wir unterwegs jetzt angegriffen werden. Ansonsten vielleicht doch sinnvoll Schnellreises machen. Ah, es ist wieder dieses Lied. Und da ist eine Schlammkrabbe. Wegen der Schlammkrabbe ging jetzt unsere Musik weg. Unsere gute Musik. Mann. Sprecht. Ach nö. Greift uns doch irgendwas an? Was will uns doch angreifen? Er rennt los. Eine Schlammkrabbe. Okay. Ich wollte schon wissen, was greift uns hier noch an? Aber ja, wir machen dann jetzt erst einmal wirklich die Kämpfergilde weiter. So, Weißer Hengstunterkunft. Da werden wir wieder. Und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Was ist das? Ist das ein Droi? Ein Landdroi. Autsch. Ein Landdroi. Okay, das erste Mal, dass wir hier ein Landdroi sehen. Also ein Seedroi oder Wasserdroi oder sowas. Also die, die im Wasser sind, die haben wir schon in Morrowind gesehen. Das war jetzt in Oblivion der erste Droi, den wir am Land gesehen haben. Also ein Bandit. Hat er irgendwas? Das scheint wert zu sein. Dietriche brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja den Skelettschlüssel. Und Magie reicht wieder nicht aus. Thank you.
Kann das sein, dass das an diesem negativen Effekt jetzt liegt? Das, okay, das lag tatsächlich an dem negativen Effekt. Da ist die Straße. Aber wir haben auch mittlerweile einiges an Quests offen. Klar, bei der Hauptquest, da komme ich nicht weiter, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich wirklich suchen muss. Ich glaube, das wäre etwas so, wenn ich jetzt nicht von selber drauf komme, so, ich werde noch ein paar Versuche machen, aber wenn ich nicht mehr von selber drauf komme, ich würde das wirklich vielleicht dann mal googeln. So, es sei denn, ihr habt einen Tipp, wo ich suchen muss. Also wirklich nur ein Tipp, also jetzt nicht die exakte Location verraten oder so, sondern einen kleinen Tipp. Dann, oh, schwächer wird. Wir sind wieder nicht überhaupt. Okay, wir sind wieder aufgestiegen. Mal gucken, wie gut. Ne, warte, das ist ein Zivilist. Guten Abend. Sie sind Zivilist. Die müssen wir verteidigen irgendwie. Nein, nicht rasten, so. Oh nein. Ich hoffe, sie wird nicht anvisiert. Hi, kannst du dich um den da kümmern? Nicht, dass sie dann, drauf geht. Was haben die eigentlich im Inventar, die Dreu? Ein Dreuwachs, okay. Oder werden die Dreu ausgesprochen? Gerne wissen. Wir brauchen aber erstmal eben komm. Machen wir so. Welchen Zustand hat unsere Waffe jetzt? 41. Okay, haben wir. Wir hatten doch, glaube ich, in der letzten. Ja, wir hatten welche gekauft. So, einmal alles reparieren. Das fand ich jetzt super, dass es sehr lange anhielt. Der eine Hammer. Wie sieht das aus mit den Dingsstatistiken? Also hier 97, 64, 69, schöne Zahl. Waffenschmied schon bei 43, okay. Noch ein bisschen und wir können. Also noch ein bisschen, dann haben wir die Hälfte schon durch, was Schmiede hier angeht zu lernen. Oh nein. Mehr könnt ihr also nicht. Sterbt schon. Ja, hat nichts. Was ist das? Zwergenkriegsarzt. Ist auch nicht viel von Wert. Oh, die hat schon einiges an Leben verloren. Warum muss die hier entlang gehen? Ich weiß jetzt nicht, ob die noch relevant ist für irgendwelche Quests oder so, oder ob sie respawnt. Ich weiß das halt nicht.
Aber irgendwie stört das hier schon, dass die... Ja, okay, am schlimmsten war es immer noch in Morrowind mit diesen Viechern. Ganz besonders diese Klippenläufer. Oder... Dass man wirklich alle 5 Meter angegriffen wird. Hier ist es wenigstens alle 15 Meter. Ja, natürlich. Der ging aber schnell weg. So, wir brauchen einen Schlafplatz. Damit wir unsere Punkte irgendwo investieren können. Okay, Bandit. Ich doch nicht. Ist zu wenig wert. Was hat die? Auch zu wenig wert. Nein. Falsche Taste. Oh, es regnet. Ah, Zweiglinge. Mein Glück wird mir entzogen. Nein! Wo ist mein Verehrer? Da hinten. Der könnte ruhig weiter eine Fackel halten oder so. Wo genau befinden wir uns jetzt? Ach, wir sind jetzt. Wir sind erst bei Bravil angekommen. Okay. Irgendwie fehlt mir jetzt mein Pferd. Muss ich ehrlich sagen. Mit dem Pferd wäre ich jetzt einfach so durchgeritten. Interessant, dass die Trolle nichts mehr aushalten. Haben wir in Bravil ein Haus gekauft? Wenn wir ja schon da sind in Bravil, können wir nochmal gucken. Vielleicht haben wir da ein Haus. Und wenn nicht, können wir mal schauen, ob wir vielleicht eins kaufen können. Anutwil, ist das hier wahrscheinlich hier? Autsch. Ach ne, jetzt die Zweiglinge auch noch. Hm.
okay. Die heilen sich hier auch. Geh weg! Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Immerhin. Muss ich meine Sachen wieder reparieren? Ich denke schon. Jetzt will ich aber hier rein nach Bravil. Und dann vielleicht bis zum helllichten Tag durchschlafen. Wiederherstellung hat sich auch verbessert, immerhin. Wo war denn der Eingang? Müsste doch jetzt gleich hier sein, oder? Ihr habt die Hände eines Heilers. Dankeschön. So, Bravil. Jetzt mal gucken. Besitzen wir hier ein Haus? Ja, nein, vielleicht. Ja, wir besitzen hier ein Haus. Immerhin, dann... Ah, stimmt, jetzt erinnere ich mich. So, hier ist eine nervige Fliege bei, im Raum. So, wo war denn das Haus von uns? Das hier nicht. War es das hier unten? Ja. Mach dir es nicht zu gemütlich, ja? Mein Haus. Das ist mein Bett, ja. So, wir haben es 3 Uhr. Wir pennen mal 5 Stunden. Schnelligkeit haben wir sogar 3. Investieren wir da auf jeden Fall was rein. Stärke. Und Willenskraft. Da haben wir Punkte bekommen. Okay. Also würden die 3 am meisten Sinn machen. Gucken wir mal, können wir hier eben kurz was verkaufen? Das Paradoxon des Bogenschützen. Denn ein perfekter Pfeil fliegt ewig. Und das ist unmöglich. Ich bin Danlin und habe keine perfekten Pfeile. Ist ein interessanter... Kommen wir zum Geschäft. So, ich möchte Sachen verkaufen. Die Eltenkriegsaxt. So, Langschwert der Flammen wollten wir ja behalten. Also, okay, hat er Reparaturhämmer? Kaufen Reparaturhämmer für 18 Goldstücke? Ja. Ein hervorragendes Geschäft. Ach, er hatte nur einen? Er hatte nur einen. Hab Dank, auf Wiedersehen. Schönen Tag. Gut, das speichern wir einmal. Und dann wollen wir wieder weiter nach Korol. Wenn ich verletzt wäre, würde ich mich an Marz wenden. Weiter. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es hat den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Schönen Tag. Die Beute nähert sich. Ja, Somerset ist sehr gefährlich geworden, wenn wir
mal... Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Wenn wir mal so in Betracht ziehen, was aus dem Talmor geworden ist. Rotfuchs. Hey, nehmt euch was immer ihr wollt. Das geht mich nichts an. Ist nur geliehen. Ich weiß ja auch nicht, wo, Der folgt immer noch mir und glaubt an mich. Okay. Können wir ihn irgendwie auch, vergraulen? So, aber mit Pferd können wir zumindest, einfach an allen vorbeireiten. Boah, ich freue mich aber auch, wie es mit Elder Scrolls nach Skyrim weitergeht. Vor allem, es gibt da ja irgendwie so, Gerüchte, Theorien und so weiter, dass es nach Hammerfell und nach Hochfels führt. Also quasi in dieselben Provinzen wie vor Daggerfall, obwohl in Daggerfall waren es ja auch nicht die vollständigen Provinzen. Würde ich aber auch feiern, vor allem wenn man dann dadurch in Erfahrung bringt, wie es da gewesen oder wie es dann danach gewesen ist, nachdem nach der Verwerfung im Westen. So nach dem Numidium. Nach der Geschichte da mit dem Numidium, so. Nachdem man Lysandos hier seinen Geist befreit hatte. Ich muss aber auch ehrlich sagen, von der Story her finde ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, da dürft ihr gerne auch andere Meinungen haben, aber meine persönliche Meinung ist, von der Story her war die von Daggerfall am besten von Elder Scrolls Titeln. Also wirklich, Daggerfall war wirklich am besten. Fand ich. Weil du bist da jetzt nicht irgendwie hier so, du bist nicht der Nerevarine, so, keine Wiedergeburt eines Götters oder sowas. Okay, hier wird man später ja zum Gott, zu Sheogorath durch ein DLC. Aber in Morrowind, da warst du halt in Nerevarine und in Skyrim halt der Drachenblut. In Daggerfall, da warst du einfach nur irgend so ein normaler Typ. Oder Typin. Je nachdem, was, welches Geschlecht man spielt. Nierwurz. So. Und musst einfach nur einen Mord aufklären und dann stellt sich am Ende heraus, dass da viel, viel mehr hier, viel mehr Intrigen sind, so, jeder lügt dich an, jeder, niemand hat Bock auf dich, so, und schiebt dir ihre Drecksarbeit hin. Und dann am Ende bist du derjenige, von denen die alle wat, was wollen. Hier, was der Totem da angeht. So. Jetzt kurz überlegen, wo ging es nochmal nach Koroll? Obwohl für Dings bräuchten wir ja einen Löwenpelz, ne? Hoppala, sorry, ich muss hier eben kurz. Achso, ich dachte schon, was ist das denn da am Leuchten? Okay, der, die Löwen, die Berglöwen, gibt nicht nach. Hat wohl Hunger.
So. Groll wäre jetzt die nächste Abbiege. Wir waren aber auch schon lange nicht mehr in Koroll, ne? Koroll, hier. Greifen die Tiere auch gegenseitig an oder halten alle Tiere hier zusammen? Okay, jetzt haben wir keine Wahl. Komm, Löwenpelz nehmen wir mit. Keine Ahnung, wo unser Verehrer jetzt ist, aber... Wir können unser Pferd jetzt nicht mitnehmen, weil das ein geklautes Pferd ist. Warte mal, ich habe nicht nachgesehen, welche Stufe sind wir jetzt eigentlich. Stufe 16 sind wir schon, okay. Ah, wie seltsam. Wie ist das Wertebefinden? Ich höre euch zu, Bürger. Die kennen wir doch. Da sind wir schon mal begegnet. Ich frage mich aber auch wirklich, wie viele Folgen werden wir hier in Oblivion verbringen? Das. Ich denke schon, dass wir hier wahrscheinlich die 200 Folgen knacken werden. In Oblivion. Vor allem auch, weil wir hier in Morrowind haben wir fast die 200 geknackt. Und in obwohl Arena hatte mehr Folgen als Daggerfall bei mir und Morrowind war dann quasi schon fast schon bei der 200. Also Oblivion würde ich sagen oder denken, dass da so 250 bis 300 Folgen sein werden. Skyrim wird definitiv viel, viel mehr haben. Mit den ganzen Mods, Erweiterungen und sowas. Dann die, vor allem die Anniversary Edition, weil was da viele Quests und Aktivitäten und so noch aus der ne Creation Club mit hinzugefügt hatte. So, Wayland-Tierei sind wir schon da. Roll. Wir waren schon echt lange nicht mehr hier. Unser Fährer ist auch nicht mehr da. Oder ist er tot? Ist er unterwegs gestorben? Ja, der kommt wieder. Wie geht's?
Noch gut. Apropos, können wir hier auch ein Haus kaufen? Wir haben den Ort hier noch nicht mal erkundet. Uns nicht mal richtig angesehen. Jeder wette, das wird unser Haus. Tür zu die graue Stute. Wenn ihr nichts zu trinken für mich rausspringt, haltet lieber gleich den Mund. Guten Tag. Hallo. Ihr habt nicht zufällig meine Söhne gesehen? Sie sind in den Wald gegangen, um diese Ungeheuer zu bekämpfen. Und ich mache mir große Sorgen. Oh, neues Thema, neue Quest, okay. Aber ich bin noch mitten in einer Quest. Wir werden alles nach und nach machen, ja. So, was gibt's denn hier? Hier geht's zur Kaserne. Und hier große Halle von Karol. Hallo? Hallo. Seid gegrüßt, Nord. So, Holz zu Feuer und Stahl. Gibt's hier irgendwo ein Haus, was ich kaufen kann? Ich würde das gerne wissen. So, Kämpfergilde, da müssen wir ja gleich rein. So, Magiergilde. Wollen wir der Magiergilde hier beitreten oder in einer anderen Stadt? Einfach. Was? Ah, Hainbach, das for sale. Das steht zum Verkauf. In Kroll kriegen wir das gute Haus. Hainbach. Haben die hier eigentlich auch einen Fluss? Bailey? Seid gegrüßt, Ritter. Hier zu nehmen. Okay, hier haben wir das Armenviertel. Drei Häuser Armenviertel. Haben die hier nicht irgendwie sowas wie ein Teich oder so? Ein Brunnen? Wo vielleicht ein Nierenwurz wächst? Hier haben wir einen Friedhof. So, okay, wir gehen jetzt aber... Warte mal. Okay, der wartet bis ich weg bin. Um zu schießen. So. Tigergilde. Weiter Rekrut. Oder? Ich warte auf eure Ergebnisse. Was habt ihr herausgefunden? Die Pflichten. Ich nehme an, ihr habt euch um die Sache gekümmert. Also, erzählt mir, was passiert ist. Warum haben unsere Männer solche Schwierigkeiten gemacht? Und was habt ihr getan?
Ärger machen. Die Schwarzwaldrotte hat in Leia Wien Fuß gefasst. Diese ehrlosen Bass. Nun denn, ihr habt eure Aufgabe erledigt. Hier ist euer Lohn. So, 400 Gold, danke. Fortschritt. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Taten tragen euch den Rang eines Schwertkämpfers der Kämpfergilde ein. Danke, Gerüchte? Heutzutage verirren sich nicht viele Wanderer in diese Gegend. Habt ihr noch welche Pflichten? Momentan habe ich nichts für euch. Sprecht mit Asan oder Grokash. Würzt es noch ein wenig, dann nehme ich vielleicht etwas. Vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine Beförderung. Okay. Auch ihr. Ah, der ist noch da, okay. Gräfin Kaffein gab. Warte mal. Mit wem muss ich reden? Oben? Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Die hat echt große Augen. Schönen Tag. Kämpfergilde Porter. Ich habe von euch gehört. Ihr seid der göttliche Kreuzritter, von dem jeder spricht. Ja. Ich habe gehört, dass die Kämpfergilde bei einem Auftrag versagt hat. Sie haben ein paar Männer bei dem Einsatz verloren. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Mit wem muss ich reden? Schönen Tag. Mit wem? Momentan habe ich nichts für euch. Sprecht mit Asan oder Grokash. Würzt es noch ein wenig, dann nehme ich vielleicht etwas. Asan oder Grokash? Vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine Beförderung. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Und des Wegelagerers, Einen wunderschönen guten Tag. Die Stiefel des Kreuzritters wurden einem würdigen Ritter gegeben, wie ich höre. Er muss sehr tapfer gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung. Absolut nicht. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Ich habe gehört, dass es nicht gut um Wardenfeld steht. Die Telvanni geben ihr Bestes, um die Tore zu schließen. Ihre Versuche sind jedoch vergeblich. Das ist unglaublich. Wie können die Götter das zulassen? Schönen Tag. Okay, Wardenfeld sieht momentan nicht gut aus. Die Toren zu schließen. Hallo. Wo war Asani nochmal? Und wo gab es noch überall eine Kriegergilde? Kämpfergilde. Und Chedenal gab es eine. Machen wir mal eine schnelle Reise. Ich will jetzt nicht 50 Jahre dahin laufen. Hier. Kämpfergilde. Kämpfergilde Porter, nee. Ist das Ebenerz? Darf ich das hier? Ebenholz, Dolch, Nachbildung. Und Ebenholz, zeremonielle Handschuhe. Held von den Inseln. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich schätze, ihr werdet euch nicht blamieren. Auftrag? Es ist von Bien Amelion aus Stade. Sie benötigt etwas aus ihrem Familiengrab. Vermasselt es nicht. Bien Amelion, okay. Ihr findet sie in Stade.
Das ist auf eurer Karte gekennzeichnet. Wenn ihr Rüstung sucht, solltet ihr mit Tertia Viduzia reden. Okay. Macht euch zu dem Dorf auf, ihr Lama-Esel. Haben wir wieder eine Quest bekommen? Warte mal. Wenn wir das nochmal aufmachen. Was hat das denn für Werte? Okay, das sind wahrscheinlich alles nur Nachbildungen. Die haben keine guten Werte. Ich hätte gern jetzt Ebenerz, beziehungsweise Ebenholz, wie das hier heißt. Ach, das ist die Tür. Das wäre jetzt, glaube ich, das nächstbessere. Ebenerz. Aber warte mal. An Skingrad oder Anvil? Da hatten wir doch auch irgendwo eine Kriegergilde. So, Kriegergilde. Hier haben wir die Kirche. Haben wir eine Zange? Haben wir eine Zange? Hier. Okay. Kämpfergilde haben wir hier. Irgendwo müssen wir uns eine Beförderung einholen. Die Frage ist nur bei wem. Eisener Bogen. Was bringt eigentlich so ein Bogen aus Eisen oder allgemein aus Metall? Denn soweit ich weiß, ist mit Metall nicht so gut dehnbar wie Holz. Müsste ich hier nicht Amals? Was kann ich für euch tun, Ritter? Nichts, alles gut. Auf Wiedersehen. Schlafzimmer. Hier gibt's Spitzhacken. Okay, wenn wir das lesen, passiert nichts. Gruß euch! Müsste hier jetzt nicht irgendwie irgendwo irgendjemand sein, der uns... Vielleicht ein... Quatsch ist ja hinüber. Da haben wir das Tor geschlossen. Anvil? Hatten die eine Kriegergilde? Verlassenes Haus, Anwitz Magiergilde und Kämpfergilde. Okay. Direkt hier ging. Ah, ja.
Ahnung. Ihr habt den Orden der Ritter der Neuen wiederhergestellt? Dazu gratuliere ich euch. Heutzutage könnten wir mehr von eurem Schlage gebrauchen. Ausbildung? Okay, danke schön. Schönen Tag. Da haben wir wieder den Porter. Kann ich euch helfen, mein Bruder? Maglia. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Was? Seht euch vor. Victus? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Mit wem müssen wir nochmal reden? Ich habe den Namen vergessen. Oder die Namen. Lensi Laram. Kämpfergilde durch und durch. Seht euch vor. Ihr seht, ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Wer war hier der Chef? Wiedersehen. Kompaniebüro. Asan. Grüße. Ihr braucht noch mehr Arbeit, oder? Ja. Auftrag? Was mit meinem Fortschritt? Ich bedauere, ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Erfüllt weiterhin eure Aufträge und Pflichten gut, dann sehen wir weiter. Okay, Auftrag. Schön zu sehen, dass ihr hart arbeitet. In Anvil gibt es noch mehr Diebe, um die ihr euch kümmern müsst. Diebe? Hier in der Gegend hat es einige Fälle von Diebstahl gegeben und Zeugen glauben, dass sich die Diebe in der Nähe verstecken. Seht euch um, mal sehen, was ihr herausfinden könnt. Keine Ahnung, mit wie vielen ihr es zu tun haben werdet. Daher sende ich euch mit einem anderen Rekruten raus. Maglia. Ich glaube, ihr seid euch schon einmal begegnet. Könnte sein, ja. Diebesnest. Los jetzt. Aktivieren wir das mal. Wo müssen wir dafür hin? Oder muss ich erstmal mit Maglia reden? Ihr müsst diese Diebe loswerden. Ja, ihr seid's. Sieht ganz so aus, als ob wir zusammenarbeiten. Ja. Wir müssen uns wohl in Anvil nach Hinweisen erkundigen. Glaubt, dass wir einen Auftrag ohne weitere Anweisungen bekämen. Ich folge euch. Okay. Wir haben einen erwischt. Hoffen wir, dass die Bezahlung für ihn gut ist. Haben wir das? Zahltag. Auf geht's. Ich habe jetzt 2 Begleitpersonen. Kann es sein, dass ihr Geschwister seid? Magier und Verehrer? Wie ist das Wertebef... So. Hier geht's raus. Also. Quest lautet... Asan hat mir aufgetragen, das Versteck einiger Diebe in der Nähe von Anvil zu finden. Ich soll mit einem anderen, recht neuen Rekrutenmagier dorthin reisen. Ich sollte zuerst nach Anvil reisen und herausfinden, welche Informationen ich über die Diebe zusammentragen kann. Wir sind in Anvil. Wie so. Ich fürchte, ich kann zu euren neuen Untersuchungen kaum etwas beitragen. Sicher? Ihr scheint alle gefunden zu haben. Wir haben keinerlei Beweise für weitere Mitglieder gefunden. Gut gemacht. Ich kenne euch nicht gut genug, als dass ich euch so etwas erzählen würde. Hä? Mir gefällt es hier. Die Menschen sind sehr nett. Viel netter als in der Kaiserstadt. Ich kenne euch nicht. Für einen Abenteurer seid ihr ziemlich gerissen. Hätte die Wache der Stadt Anvil sicherlich Interesse an euch. Okay, kann ich mit anderen reden hier, Was willst du? Du Ratte! Hä? Ich kenne euch nicht gut genug, als dass ich euch so etwas erzählen würde. Ich mag euch nicht und mag auch nicht mit euch reden. Ah, warte mal, da war... Genau, da war ja... Verschwindet einfach. Die mag uns nicht. Gorgo Groschura, Glücksritter. Mit anderen Worten, mehr oder weniger ohne Arbeit und völlig verarmt. Ich kenne euch nicht gut genug, als dass ich euch so etwas erzählen würde.
Ich hab eine Idee. Oh, genau, was ich wollte. Sehr gut. Einverstanden. Vielen Dank für diese nette Geste. Hab Dank. Wie freundlich. Dafür bekommt ihr etwas. Seht ihr? War das schwer? Dafür bekommt ihr etwas. Für mich? Danke. So, und jetzt? Ich kann nicht sagen, dass ich selbst viel wüsste, aber es heißt, dass Neuheim dem Rundlichen einige Sachen gestohlen wurden. Und er fragt jetzt überall danach. Fragt ihn. Okay, die wissen es. Lebt wohl. Neuheim der Rundliche. Einen wunderschönen guten Tag. Ich denke, ich habe ein wenig Wieso Zeit. Wieso zeigt... Was ist denn? Der zeigt dahin, der Questmarker, oder wie? Ah, okay, hier Gruß am Hafen. Euch. Wir sind hier am Hafen. Neuheim der Rundliche. Was kann Neuheim der Rundliche für euch tun? Ja, ich kenne diesen Abschaum. Verdammte Schweine haben mich ausgenommen, jawohl. Haben ein Familienerbstück gestohlen. Diese Bosmer, kaum zu glauben. Nichts gegen euren Freund natürlich. Nach meinem letzten Wissen haben sie sich in der Rota-Höhle verkrochen. Nicht weit von hier. Rota-Höhle? Ach, Rota-Höhle. Ich habe Ihr werdet ihn nördlich von Anvil finden. Viel Glück! Und zahlt es diesen Schurken kräftig heim. Okay, Erbstück? Hab meine Flasche geklaut, haben die. Hab ich von meinem Vater Rulf geerbt. Und der von seinem Vater Torbald. Es ist eine Wundertasse. Hält Dunkelbier kühl und süß. Trinke seitdem aus einem lausigen Humpen aus Holz. Es ist einfach nicht das Gleiche. Wenn ihr sie findet, ist euch der Dank von Neuheim dem Rundlichen gewiss. Schnappt sie euch und bestellt ihnen einen unangenehmen Gruß von Neuheim. Mach ich auf jeden Fall. So, okay, wir gehen hier durch. Wir haben Informationen. Und ein Bettler bestochen. Ihr seid der göttliche Kreuzritter. Ja. Wilhelm der Wurm. Ich weiß, dass wir hier irgendwie irgendwann auch Manimako begegnen werden. Haben die Bettler auch was mit dem zu tun? Ihr seid. Oder waren das nur die Nekromanten? Mike! Mike weiß viel, sagt manches. Mike weiß viele Dinge, die andere nicht kennen. Hast du neue Gerüchte, Mike? Es ist gut, die Leute bekleidet zu sehen. Mike trägt Kleider. Wer will schon Mike nackt sehen? Kranke, kranke Leute. Sehr traurig. War das irgendwie ein Front gegen die Leute, die gerne Nacktmods machen? Auf Wiedersehen. Also, ich sag so, no king shaming. Wer sowas gerne machen will, sehen will, nur zu. Bei Morrowind, das war wirklich irgendwie, dass da so eine Nacktmod mit drinne war, rein aus Versehen. Aber ich war einfach zu faul rauszufinden, in welcher Mod das mit drinne war. Weil da war irgendwie, irgendwo auf jeden Fall aus Versehen sowas mit drinne. Komm, wir gehen direkt rein. Ich glaube, hier wird es schnell gehen, oder? Was ist das? Was mehr ist das? Könnt ihr also nicht? Haha! Hallo, wer ist da? Hallo! Ihr habt eure eigene Rasse! Was? Ist Schluss. Oh! Ich bin auf eurer
ihrer Seite. Ich, soll ich jetzt etwa an? Wollt ihr nicht sterben? Stirb, du, Sie haben uns entdeckt. Angriff! Ich seh grad nicht, wen ich angreife. Jetzt ist Schluss. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Zeigt mir, was ihr da habt. Oder was jetzt etwa Angst habt. So, Ebenholzpfeile. Wer ist da? So, was hat die? Elfenbeinschienen. Gold nehmen wir mit. So, hatten die Dremora hier beschworen gehabt, die Kai-Tipps? So, Pfeil des Zweifels. Zwergenbogen. Gülte Leineschuhe. Handsense, Besen. Eine Zange, braune Kanne. So, Garnt und was. Da sind immer noch sehr viele Questmarker. Wer ist da? Was ist das? Jetzt ist Schluss. Wen haben wir denn hier? Jetzt ist Schluss. Hey! Warum wollt ihr nicht? Warum wollt ihr nicht sterben? Magier ist bewusstlos. Haut ab, solange ihr noch könnt. Ich wollte schon sagen. So, Magier, okay, der lebt wieder. Pfeile. Elfenhelm, Gold. Eben erst Langschwert. Unreine Perle lassen wir mal. Das ist nicht so viel wert. Aber Magier lebt noch. Noch ist er nicht tot. Verblutet. Ich bin auf eurer Seite. Oh. Magie, ich wollte auch nicht dich treffen. Was hat der? Hier. Pfeil des Magienzugs. Und was ist das denn für ein Bogen? Glasbogen. Ah, Magie lebt. Okay. Kommt man hier wieder hoch? Ja. Euer Schlimmstes. Ich seh nicht. Stirb. So, Los jetzt. Lasst uns diesen... Ja, lasst uns... Schön. Das wollte ich jetzt nicht. Zeittag. Auf geht's. So. Das nehmen wir mit. Die müssen wir wieder einlagern irgendwo. Sobald wir dann mit dem Bogenschießen anfangen. Ebenholzbogen. Warum haben die so viel Ebenholz oder Ebenerz? Ne, jetzt ernsthaft. Warum haben die so viel? Und wo geht's weiter? Da vorne, okay. Ah!
Mehr könnt ihr also nicht. So, leichter Eisenschild. Was hat die? Elfenbeinschienen. Magdi und ich haben die rote Höhle von allen dort lebenden Dieben gesäubert. Ich sollte zu Asan zurückkehren, um meine Bezahlung für den Auftrag entgegenzunehmen. Und Rainer Smaragd, Ebenholz Smaragdring. Nehme ich mal mit. Aber war hier nicht noch, so ein spezieller Humpen? Oh. Die nehmen wir mal mit. Oh, da haben wir's. Das Erbstück. Für Neuheim. Ich habe die Flasche Neuheims des Rundlichen gefunden. Ich sollte sie ihm zurückbringen. Ja, dann gehen wir hier eben noch schnell raus. Und warte mal, wir schauen uns mal die Waffen an. Der macht 11 Schaden, aber der hier 22. Weißt was, dann bleiben wir hier. Ich glaube, das ist wirklich, ja. Wir bleiben dann beim Ebenerz erstmal. Kommt, glaube ich, immer wirklich auf die Stufe an. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Da geht's raus. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!